und es gibt keinen besseren Fisch. Aber das gute Kochen ist eigentlich möglichst wenig kaputt machen. Also, ja. Genau, Temperatur beachten. 50 Grad. 50 Grad beim Fisch, ja. Also das ist doch eher so ein bisschen Slow Cooking, oder? Ja, nennt man das. Ja, es soll ja meditativ sein. Kochen macht doch Spaß, soll entspannen. Es ist eigentlich nur, Kochen ist eine logistische Sache. Man muss halt sagen, wissen, wann macht man was. Und was macht man? Das Problem beim Kochen ist halt, es sind viele Handgriffe und die Garzeiten und. Und da ist eben zu wissen, welchen Arbeitsschritt kann man vorher machen, welchen Arbeitsschritt kann man, oder Kochvorgang kann man irgendwann unterbrechen, dass man jetzt sagt, okay, man kocht zu 80% den Reis und macht dann fertig, wenn er gebraucht wird. Man kocht die Linguini 7 Minuten und macht die letzte Minute, wenn er es wieder braucht. Dann sind die al dente. Wenn ich alles gleichzeitig kochen muss, dann kommt das Chaos. Das ist bei mir nicht anders. Darum schaue ich, dass ich natürlich immer...